Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Herzlich willkommen bei Astro TV. Ich bin Michael Ruven-Dietrich und freue mich, jetzt mit Ihnen eine ganze Stunde verbringen zu dürfen. Es ist auch die einzige Stunde heute am Donnerstag, in der ich für Sie da sein darf. Ich habe ein bisschen pausiert, ein bisschen viel gemacht. Komme ich vielleicht später noch in der Stunde dazu, Ihnen ein bisschen was zu erzählen, was ich in all den Jahren gemacht habe. Freue mich aber, wenn Sie jetzt mit mir mitmachen. Und wir würden auch gleich mit Turbo Tacheles starten. Genau, oder dem Glanzstück, eins von beidem. Turbo Tacheles bedeutet eine Frage, die Sie präzise an mich stellen dürfen. Für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich arbeite in der 7. Generation als Astrologe, Coach und Trainer, mittlerweile auch mit einem Bachelor dahinter. Und ja, freue mich, Ihnen natürlich ganz präzise in gewohnter Manier die Zukunft vorauszusagen. Stellen Sie mir Ihre präzise Frage. Die Telefonnummer ist unten eingeblendet, unter der Sie mich jetzt erreichen können. Wir fangen mit Turbo Tacheles an, denn da können wir ganz viele Beratungen machen. Und ich denke, das ist vielleicht auch für mich zum Einstieg ganz gut, mit so einer vertrauten und gewohnten Runde jetzt wieder zu beginnen. Ja, ich freue mich schon dann gleich, wenn der Erste da ist. Überlegen Sie sich vielleicht auch gleich dann schon mal Ihre Frage, die Sie an mich stellen wollen. Sie wissen von mir, kriegen Sie immer eine klare, eine präzise Antwort. Deswegen heißt es auch Tacheles. Ich nehme da nicht unbedingt jetzt irgendetwas, einen Maulkorb vorne dran oder so, sondern Sie wissen von mir, gibt es immer die ganz direkten Antworten auf Ihre Fragen. Fragen können Sie im Prinzip fast aus jedem Bereich. Und genau, bei der schnellen Runde ist es wirklich so, dass wir viele Beratungen machen können. Wen darf ich begrüßen? Hallo. Anne, grüß dich, Marki. Grüße Sie, Anne. Herzlich willkommen. Ich war so überrascht, als ich dieser Tage gelesen habe, dass du wieder auf Sendung kommst. Ja, sehen Sie mal. Ja, aber ich bin jetzt nur 3 Tage da, ne, Anne? Also, ja, aber besser als gar nicht. Ja, das ist wohl richtig. Was darf ich denn für Sie beantworten? Ja, ich habe den Ton abgeschaltet, Maike. Ich habe nur noch gehört Turbo und alles andere nicht mehr. Genau, präzise Frage, Anne. Ja, ja, einen Wunschwegbegleiter. Mhm. Und da hätte ich gerne gewusst, wann es da eine Meldung gibt. Ja, das dauert aber im Moment noch ein bisschen. Also die Karten sagen, ich sehe das frühestens Anfang September, dass hier der Kontakt wieder entsteht. Und dann aber auch wieder mit einer Regelmäßigkeit dabei. Die war ja jetzt gar nicht. Mhm. Ja, aber kommt wieder, Anne. Also keine Sorge. Ja, ja, bleiben Sie dran. Ne? Ja, dann einen guten Start, Maike. Ja, danke schön. Er kann ja nicht besser anfangen als mit Ihnen. Ja. Ja. Schönen Nachmittag. Bis dann. Dir tschüss. Auch. Tschüss. So, und ja, da klingelt es schon wieder. Wer ist bei mir? Herzlich willkommen. Hier ist Maike. Ja, hallo, hier spricht die Linde. Ich hätte gern den Beruf mit den Finanzen, ob es da mal mehr gibt, mehr Lohn gibt. Ja, in diesem Jahr nicht mehr, aber ich sehe, dass Sie das zum Jahresanfang bekommen werden. Da ist es da, also es ist über den Winter angezeigt mit dem Beginn vom neuen Jahr. Sie sollten da schon Ende des Jahres nochmal in die Gespräche gehen und dann wird das Ganze funktionieren. Ich soll das selber sagen? Bitte? Selber soll ich das sagen, den Chef? Ja, ja, Sie sprechen es an. Also sprechen Sie es in jedem Fall zum Jahresende an. Ich sehe, dass da ab Jahresanfang das Ganze möglich ist. Jahresende. Gut, ich alles Gute. Mich. Tschüss. Danke. Tschüss. So. Herzlich willkommen. Hier ist der Michael. Ja, also Michael, hier ist Marlies. Schön, dass du wieder auf Sendung bist. Dankeschön, Marlies. Freue mich auch. Was darf ich Ihnen beantworten? Ich hätte eine Frage, und zwar werden mein Partner und ich wieder zusammenfinden, weil es alles Zeit. Ja, also im Moment ist ja wirklich, im Moment ist da ja nichts, ne, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Ne? Genau, genau. Das Ganze ja auch schon ein bisschen eine geraume Weile, also so seit früher zeichnet sich das ab. Es ist so, dass ich schon sehe, dass es auch wieder in eine erfolgreiche und gute Partnerschaft gehen wird. Allerdings von Ihrer Seite noch ein bisschen Geduld. Ja. Und wann?
Also so die ersten Schritte Anfang Oktober und dann Richtung Weihnachten wird es wieder fest. Mhm. Alles Gute. Vielen Dank. Marlies, okay. Danke Ihnen. Ja, danke. Gerne. Tschüss. So, wer hat es geschafft? Herzlich willkommen. Hallo Michael, hier ist Ilona. Ilona, ich grüße Sie. Ilona. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön, vielen Dank. Ilona. Ich habe eine Frage. Ja, kannst du mal schauen, wann ich wieder in eine Partnerschaft gehe? Oh, das wird aber im Grunde hier Zeit, was ich sehe. Ne? Ja. Also das muss man schon dazu sagen. Ich sehe auch, dass es nochmal eine feste, bindende und bleibende Partnerschaft bis ins hohe Alter geben wird bei Ihnen. Schön. Das wird also kommen. Der Zeitpunkt allerdings im ersten Quartal nächstes Jahr. Okay. Alles Gute Ihnen. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, oh, ich komme gar nicht zum Zwischenmoderieren. Sehr schön. Und wer hat es geschafft? Wer ist bei mir? Hallo, hier ist Petra. Hallo Petra, grüße Sie. Ihre Frage. Hallo. Schaust du mal die Finanzen für mich? Oh, das sieht aber schon gar nicht mal so schlecht aus. Also da geht es jetzt aufwärts, Ende Sommer. Im Grunde schon im ganzen nächsten Monat wird es soweit sein, dass man hier also sieht, es geht aufwärts und zwar auch relativ stramm. Und meines Erachtens nach kommt hier auch nochmal ein kleinerer Zugewinn auf Sie zu. Als Gewinn, also quasi als Gewinn. Und also nicht Arbeit, sondern Gewinn. Also ich sehe, dass es über die Arbeit, aber es ist nochmal eine Summe, die aus dem Ganzen heraus unerwartet auf Sie zukommt. Ja, okay. Mhm. Alles Gute. Prima, danke schön. Gerne. Vielen Dank. So, Sie wissen, ganz klare, präzise Antworten von mir können Sie bekommen. Und wen darf ich begrüßen? Hallo. Ja, hallo, hier ist die Silvia. Silvia, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Ich habe eine Frage. Ich habe vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt und möchte gerne wissen, wo so die Reise hingeht. Na, das hört sich doch schon mal ganz gut an, ja? Ja. Ja, aber also in eine feste, dauerhafte Lebensgemeinschaft sehe ich es nicht gehen. Sie können mit dem Mann sehr viel Spaß haben, genießen Sie die Zeit, aber es ist, Sie haben selber schon zu viel Zweifel dabei. Mhm. Na? Ja. Augen weiter offen halten, sichern und weitersuchen, ist doch auch nicht schlecht. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben. Ja, freue mich, Ihre Fragen natürlich beantworten zu dürfen. Sie wissen, dass ich meine Gabe vererbt bekommen habe in der siebten Generation und dass ich da natürlich sehr, sehr, sehr präzise Ihnen Antwort geben kann und vor allen Dingen auch ganz klar, ohne Verschönerungen und was unverblümt. Aber es ist auch besser, wie jetzt gerade so im letzten Fall, damit Sie auch wirklich, es macht dann auch keinen Sinn, Ihnen da irgendwelche falschen Hoffnungen zu implementieren. Und ich bin jetzt auch nicht der Fan, Ihnen irgendeine Form von Hilfsmittel anzubieten, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Oh, das sollten Sie nicht tun. Bleiben Sie in der Leitung, wenn Sie mit mir sprechen wollen. Nur dann kann natürlich eine Beratung erfolgen. Und bitte auch natürlich den Fernsehton leise machen. Ich glaube, das habe ich, Gott, 20 Jahre sage ich das schon fast, ne, dass wir wirklich den Ton am Fernsehgerät leiser machen. Ja, meine Lieben, wer hat es geschafft, wer ist bei mir? Hallo, das ist der Achim. Achim, ich grüße Sie. Achim, Ihre Frage bitte. Kannst du mal schauen, wie es mit meinem Beruf weitergeht? Mhm. Ja, also da steht aber ein Wechsel an. Ne? Mhm. Möchten Sie was anderes machen, was ich hier sehe? Ne? Mhm. Also ja, das. Ja, ja, also der Zeitpunkt wäre im Grunde ab jetzt gut, initiativ zu werden. Ich sehe also ganz klar den Wechsel und auch einen sehr positiven Wechsel, wo Sie mit mehr Freude, mit mehr Leidenschaft wieder bei der Arbeit dabei sind. Und da drücke ich Ihnen fest die Daumen. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wer ist bei mir? Hier ist der Michael. Hallo. Uschi, hallo. Hallo Uschi, grüße Sie. Herzlich willkommen. Ich habe Ahnenforschung gemacht und habe in Verwandten auswendig gemacht. Jetzt gab es Krach mit zu viel SMSen. Jetzt hat er sich total zurückgezogen und wollte einfach fragen, ob sich der wieder meldet. Also innerhalb der nächsten 5 bis 7 Wochen wird der Kontakt wieder entstehen. Das sehe ich auch und der Kontakt wird auch dauerhaft bleiben. Gott sei Dank. Na? Alles Gut, Gute dafür. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Auch ein ganz interessantes Thema.
Genau, die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anrufaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent. Mobilfunk kann gegebenenfalls deutlich höher sein. Eine Beratung an Minderjährige, das machen wir natürlich nicht. Und es kann auch nicht jeder Anrufer ins Studio gestellt werden. Weiter geht's bei mir. Und wer hat's geschafft? Herzlich willkommen. Ja, hallo, Rita hier. Rita, ich grüße Sie. Rita, Ihre Frage. Ich hätte gerne einen Minijob. Klappt das dieses Jahr? Oh ja, das klappt. Das klappt sogar schon innerhalb der nächsten 3 Wochen. Super. Also da wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Glück. Die neue Arbeit ist dabei. Das klappt zeitnah. Und das ist auch etwas, was Sie behalten können. Super. Ja, keine kurze Affäre, sondern auch die Langfristigkeit, die ich bei Ihnen sehe. Alles Liebe. Danke. Gerne. Tschüss. Hier ist der Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo, hier ist die Katja. Katja, ich Michael, grüße Sie. Ich habe eine Frage. Mhm. Können Sie mir sagen, wie es mit meinen Finanzen so weitergeht? Mhm, schauen wir. Ja, im Moment ist Sparflamme angesagt, sage ich ja. Ihnen auch gleich. Ne? Da müssen Sie auch noch ein bisschen durch. Die Durststrecke dauert noch einen Moment. Aber ich sehe, dass sich das auch wieder lösen wird. So ab Mitte, Ende November geht es da wieder bergauf. Aber bis dahin wirklich haushalten Sie. Ich kann es Ihnen nicht anders sagen. Ich sehe jetzt auch nicht ein außergewöhnliches Geld in der nächsten Zeit kommen oder so. Aber die Lichtblicke kommen wieder ab Ende November. Alles Gute. Okay, danke. Gerne, tschüss. Ja, meine Lieben. Sie können dabei sein, Turbo Tacheles ist immer eine schnelle Runde, da können wir ganz viele beraten. Sie dürfen mich hier im Studio besuchen kommen und ich freue mich natürlich auch mal wieder da zu sein. Wer hat es geschafft? Hier ist der Malkiel, hallo. Ja, hier ist Marlies nochmal zum zweiten Mal. Sehr schön, ja, das freut mich aber. Dann bitte Ihre zweite Frage, Marlies. Ja, ich hätte gern das Landstück oder Highlight, bitte. Mhm. Ja, also da sage ich Ihnen ganz klar, es kommt hier noch mal eine Person aus der Vergangenheit auf Sie zu in diesem Jahr, mit der Sie sehr lange wohl keinen Kontakt mehr gehabt haben. Es kann auch jemand aus Jugendtagen sein. Und das ist noch mal ein Kontakt oder eine Freundschaft, die da entsteht auf Lebenszeit. Eine weibliche Person? Ja, oder männlich? Eine weibliche Person. Ach, dann weiß ich, ja. Danke. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, Sie müssen natürlich auch gar keine Frage stellen. Das geht natürlich auch. Ich kann auch einfach mal reinschauen, was die Karten mir verraten. Und wer ist bei mir? Herzlich willkommen. Hallo, Michael. Endlich wieder da. Ja, freut mich. Hier ist die Elisabeth. Elisabeth, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Ich habe eine Frage. Mein jüngster Sohn, der muss aus der Wohnung, weil Eigenbedarf angemeldet wurde. Und da wollte ich fragen, Der verbessert sich sogar. Was ich sehe, ja. Der verbessert sich. Kannst du sehen, wann das wird? Es ist, also im Grunde muss ich wirklich sagen, diese ganze Kündigung mit Eigenbedarf ist in diesem Fall wirklich ein ganz großer Glücksfall für Ihren Sohn. Ja. Also die finden was sehr Schönes und das finden sie auch noch in diesem Jahr. Alles klar. Danke und nochmal herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Alles Liebe, tschüss. So, und der Nächste. Wer hat es geschafft? Hier ist der Michael, hallo. Hallo, Petra nochmal. Hey, auch zum zweiten Mal. Glückwunsch. Ja, toll. Schaust du die Liebe nochmal für mich? Nein. Was soll man da jetzt nochmal genau schauen? Ja, wie es denn dazu, also wie es so weitergeht. Wir hatten so ein bisschen Stillstand. Nein, der Stillstand ist jetzt aber nicht mehr da. Ich meine, der Kontakt müsste jetzt seit kurzem wieder da sein. Ne? Ich meine, er wird sich auch nochmal verbessern, was ich sehe. Es ist die bindende und bleibende Partnerschaft. Ja, mit meinem Ehemann dann wahrscheinlich. Ja, ne? Also ja. Das bleibt in jedem Falle. Ich sehe, dass diese Krise, die war auch notwendig, die war auch ein bisschen reinigend für Sie beide. Aber im Kern spüren Sie und auch er, dass Sie doch zusammengehören. Ja, das ist so mein Bauchgefühl, ja. Alles Gute dafür. Vielen, vielen Dank, danke. Gerne, tschüss. Ja, präzise Frage, präzise Antwort, das ist Turbo Tacheles, vielleicht erinnern Sie sich noch. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Sie. Und wer hat's? Das hören wir aber gar nicht so gerne. Meine Lieben, halten Sie durch, wenn Sie in der Leitung sind, bis ich Sie anspreche. Und dann kann es auch mit der Beratung losgehen. Herzlich willkommen. Hallo, hier ist der Michael. Ja, hallo, hier ist die Ulrike. Ulrike, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Ulrike, was darf ich tun?
könnten Sie mal bitte gucken, ob mein Herz dann wieder auf mich zukommt? Ist schon lange Stillstand. Ja, aber Sie haben auch im Grunde Möglichkeiten noch auf jemand anderen. Ja. Ja, also ich rate Ihnen hier zum einen, dass Sie auch die Augen offen halten. Also ich sehe, der Kontakt zu dem Herrn, den Sie im Herzen tragen, der wird in jedem Falle auch wieder kommen. Aber Sie haben auch nochmal die Möglichkeit mit jemand anderem. Halten Sie die Augen auf. Das Jahr bietet noch ganz viel für Sie. Alles Gute. Ja, gut. Ich danke Ihnen. Gerne. Danke. Tschüss. Herzlich willkommen. Hier ist der Malkiel. Hallo. Ja, hier ist die Renate. Renate, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Renate, Ihre Frage. Ich habe mich heute mit meiner Tochter ganz schön gestritten. Und jetzt weiß ich nicht mehr, die heiratet am 1. September. Die hat mich sozusagen ausgeladen. Nein, Sie gehen auf die Hochzeit. Doch. Bitte? Das klärt sich noch zum Wochenende. Wochenende. Machen Sie sich keinen Kopf. Machen Sie sich jetzt mal keinen Kopf. Ich sehe, dass Ihre Tochter da einlenken wird und dass Sie auch der Feier beiwohnen werden. Die hat irgendwas mit der Vergangenheit mit mir zu tun. Ich weiß nicht. Ach Renate, glauben Sie mir, vertrauen Sie mir mit all meiner Erfahrung und mit meinen Fähigkeiten. Ich kann Ihnen sagen, dass das wieder wird. Und auch ganz schnell. Danke. Das Wochenende steht vor der Tür. Alles Gute. Danke. Gerne. So, meine Lieben. Schnelle Runde. Schnelle Runde und ich würde gerne so weitermachen. Herzlich willkommen, hier ist der Malkiel. Grüß Gott, hier spricht die Angela. Ich hätte bitte gern ein Highlight. Ja, das schauen wir doch mal. Ich nenne es lieber Glanzstück. Das hört sich ein bisschen schöner an. Ich finde, das Wort Highlight ist schon so abgedroschen. Ne? Okay. Wir gucken mal, was Ihr Glanzstück sein wird. Ja? Danke. Oh, Sie lernen noch mal jemand kennen. Sind Sie alleine im Moment? Na, ich habe schon einen Lebenspartner. Aber Sie lernen noch mal jemand kennen. Es ist jetzt keine Liebeskarte dabei, aber es ist noch mal eine Freundschaft, die entsteht. Und manchmal ist es ja auch so, man braucht ja auch mal noch mal ein paar Leute um sich, mit denen man auch was unternehmen kann oder sich austauschen kann, wo man ein bisschen gesellige Abende verbringen kann. Und das ist noch mal eine richtige Bereicherung für Sie. Echt? Ein Mann oder eine Frau? Ein Pärchen, meine ich. Ein Pärchen. Das ist das Paar angezeigt. Aha. Alles Gute Ihnen. Ich danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, ist überhaupt ganz, ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auch soziale Kontakte hat und pflegt. Und ich habe euch schon wieder irgendwas mit dem Kabel gemacht. So, wie immer. Also manche Dinge verändern sich auch nicht. Wer ist bei mir? Hallo. Ja, hallo, hier ist Dirk. Ich hätte gerne eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, ob ich eine neue Liebe oder Freundschaft finde. Okay, das schauen wir doch mal. Ja, aber Sie müssen auch ein bisschen was dafür tun. Sie kapseln sich zu sehr ab. Sie wirken auch auf andere aktuell sehr unnahbar. Ne? Sie müssen sich da ein bisschen öffnen. Ich sehe schon, dass da noch mal Menschen auch in Ihr Leben treten werden, dass Sie also Ihren Weg hier nicht alleine bestreiten werden. Aber es liegt ein ganz großes Stück an Ihnen, sich auch etwas offener zu zeigen. Das sehe ich auch, spüre ich auch direkt, wenn wir miteinander sprechen. Sie müssen ein bisschen mehr Selbstvertrauen entwickeln und wieder offener ein bisschen durch die Welt gehen. Ab Herbst ist die beste Zeit und da lernen Sie noch mal jemand kennen. Alles Gute. Okay, vielen Dank. Gerne doch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wer ist bei mir? Herzlich willkommen. Hallo, Maria hier. Hallo, Maria, ich grüße Sie. Herzlich willkommen, Maria. Danke, ich hätte gerne das Glanzstück. Gerne, das schauen wir uns doch an, ja? Oh, haben Sie vor, im Zuhause noch mal etwas zu verändern? Ja, wir sind gerade dabei, die Terrasse neu zu machen. Ja, perfekt. Ja, da haben Sie doch Ihr Glanzstück. Das steht ja schon vor der Tür. Also, und ich sage Ihnen auch voraus, Sie werden es noch viele Tage in diesem Jahr genießen können. Und es wird Ihnen sehr viel Freude machen. Und das ist doch sehr schön. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Ja, gerne, tschüss. Sie sehen, meine Lieben, das sind so genau die Dinge, die ich eben sehen kann durch meine vererbte Gabe. Sie wissen ja auch, dass ich sehr viel Prominente berate und mittlerweile auch coache. Und ja, das ist einfach das, was ich sehen kann. Wenn Sie sich mir gegenüber öffnen, sehe ich in Ihren Schicksalsfilm hinein.
und kann das natürlich ganz präzise voraussagen. Wenn Sie hier dabei sein möchten, erfolgt die Teilnehmerauswahl nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz kostet es pro Anruf. Mobilfunkpreise weichen gegebenenfalls natürlich ab und sind höher. Eine Beratung an Minderjährige machen wir ebenso nicht und leider kann es auch nicht jeder ins Studio schaffen. Aber mit etwas Glück sind Sie hier natürlich dabei und Sie merken, ja, ich habe auch gerade aktuell und im Moment kein Gespräch und freue mich schon über den Nächsten, der hier seine Frage an mich stellt. Wer ist bei mir? Herzlich willkommen. Hallo, hier ist Fabian. Ich habe jemanden im Kopf. Ich wollte mal fragen, ob ich die Person noch mal sehe. Ist schon länger Funkstille. Okay, schauen wir mal. Ich habe auch schon den Briefchen geschrieben. Wir schauen mal, Fabian. Fabian, aber da sehe ich, dass das nichts mehr wird. Lassen Sie los und öffnen Sie sich für Neues. Das würde auf Sie warten. Alles Gute. Ja, okay, danke. Tschüss. Ja, Tacheles heißt natürlich auch, dass ich die Dinge klar benenne. Ich kann leider nicht den Glücksboten für jeden spielen. Sie wissen alle, wir haben Phasen im Leben, wo wir auch mal durch schwierige Zeiten gehen. Und das Gute ist, wenn es mal irgendwann, wenn Sie in einen Tunnel geraten und alles dunkel um Sie herum ist, dann kommt auch irgendwann mal wieder ein Licht. Wer ist bei mir? Herzlich willkommen. Ja, Brigitte Maria. Hallo. Brigitte Maria, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Ich habe schon lange nicht mehr gehört. Ja, es sind 4 Jahre. Stellen Sie sich das vor, oder? Okay, Wahnsinn, ja, wie die Zeit vergeht. Ja, Sie haben sich auch verändert. Ich hoffe zum Positiven. Ja, hoch natürlich. Jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, ich bin in einer Kinderkrippe und Kindergarten beschäftigt, hatte einen Vertrag bis 31.08. dieses Jahres. Jetzt ist er verlängert worden wieder um ein Jahr. Mhm. Also Ende August 2019. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit du sehen kannst. Bin ich dort noch oder ich habe mich ja auch schon mal woanders beworben. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Also ich würde die Bewerbungen weitermachen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Mhm. Es ist, diese Verlängerung war meines Erachtens nach nicht berechtigt. Die war nicht berechtigt. Also Sie hätten eigentlich einen unbefristeten Vertrag kriegen sollen. Okay. Und ich sehe, dass Sie da zwar im nächsten Jahr nochmal in Verhandlungen gehen, würde aber trotzdem mal die Augen rundherum öffnen. Sie haben Möglichkeiten. Okay, Zeitpunkt? Also jetzt das bis zum nächsten Jahr, ne? Bis zum Sommer nächsten Jahres. Okay, ja? Danke schön. Alles Gute Ihnen, gute Zeit. Danke, tschüss. Gleich bald. Tschüss. Oh, wir machen ein bisschen anonyme Blitzrunde. Das ist ja auch schön. Das heißt, so können Sie vielleicht die ein oder andere intimere Frage an mich stellen. Hat man denn um 16 Uhr schon intime Fragen? Ach, ich glaube, dass dass die intimen Fragen einem nie ausgehen, unabhängig von der Uhrzeit. So. Meine Lieben, um 17 Uhr bin ich weg. Bin zwar morgen nochmal irgendwann da, weiß ich aber jetzt gar nicht auswendig, wann ich morgen da bin. Aber ich bestimmt gleich gesagt. Anonym bedeutet, Sie sind für andere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zu hören. Und da ist schon der Erste. Wer ist bei mir? Hallo. Die Erste. Na, sehr schön. Auch zum zweiten Mal. So wunderbar. Na, schauen wir mal. Ja, Anne, aber schauen Sie mal, eine Reise steht an. Wo fahren Sie denn jetzt schon wieder hin? Eine Reise steht an als Highlight. Also die ist aber sehr gut, ne? Wo geht's denn hin? Oh, toll. Ja, ja, das ist richtig. Sehr schön. Nee, aber das wird sehr gut. Ich bin auch der Meinung, dass Sie nochmal hier auf dieser Reise nochmal gute Kontakte knüpfen können. Also vielleicht, dass Sie da nochmal jemand kennenlernen, der sich weiteren Reisen mit Ihnen anschließen wird. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann gleiche Interessen hat, ist es doch auch sehr schön, ne? Eben. Perfekt. Anne, ich drücke Sie. Alles Gute. Bis dann.
Das ist, ja, das ist einfach nur um. Das ist irgendeine Karte, die mir da hingeklebt wurde. Hat keine Bedeutung, Anne. Alles Gute. Tschüss. Morgen 18 Uhr, genau. 18, 21 und 23 Uhr. Da haben sie mich den ganzen Abend. Heute jetzt nur noch, ja, nur, was heißt nur noch in dieser Stunde? Nur noch 35 Minuten, meine Lieben. Dann bin ich weg. Dann geht es im Programm weiter ab 17 Uhr mit dem Kollegen. Und mich können Sie natürlich exklusiv jetzt hier erreichen. Und auch im Moment nur via Astro TV. Ist auch toll. Wer ist bei mir? Die Heike. Hallo. Dankeschön, Heike. Herzlich willkommen. Was darf ich Ihnen beantworten? Gerne. Oh, aber auch hier sehe ich nochmal, dass Sie eine, dass Sie überraschend eine Reise planen werden. Ist ja, oder ist schon was geplant sogar? Also ich sehe, dass Sie nochmal im Winter eine Reise machen werden, die Ihnen sehr gut tun wird. Muss nicht unbedingt eine sehr lange Reise sein, kann auch nur so 3-4 Tage irgendwo hin sein, aber etwas, was so richtig Ihre Energiereserven wieder auflädt. Und das wäre dringend notwendig. Okay. Alles Gute Ihnen. Danke, tschüss. Herzlich willkommen. Wer ist bei mir? Hier ist der Michael. Kerstin, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Was darf ich Ihnen beantworten? Da schauen wir doch mal rein, was das Glanzstück für Sie bringt. Hier sehe ich nochmal, dass Sie überraschend eine Einladung erhalten werden, mit der Sie überhaupt nicht gerechnet haben. Also von der Person, mit der Sie vielleicht auch des Längeren keinen Kontakt hatten, die Sie sehr überraschen wird, die Sie auch unbedingt annehmen sollten, auch wenn Sie vielleicht im ersten Moment zweifeln. Alles Gute. Gerne. Wer hat es geschafft? Hier ist der Michael. Hallo. Danke. Ja, also können ruhig du sagen. Alles gut. Carola, ich freue mich auch. Ja. Er steht aber unter Einfluss einer Person. Ja, also dieser Einfluss, den sehe ich sehr negativ. Er wird hier fremdbestimmt, was ich sehe. Und aus irgendeinem Grund, muss ich Ihnen sagen, ist das, spielt diese Frau total gegen Sie. Und es hängt aber über dieser Partnerschaft ein sehr großes Damoklesschwert. Das kann ich Ihnen auch sagen. Das ist nicht die, das ist nicht die bleibende Verbindung für ihn. Und ich meine, das, was Sie machen für das Kind, das ist sehr gut. Es bleibt auch weiter alles. Der Kontakt entsteht wieder, aber sehr vorsichtig und sozusagen immer mit einer Heimlichkeit in der Verbindung. Würde ich erstmal tun. Machen Sie das. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. So, meine Lieben. Ihre Frage, die Sie an mich richten können. Ich bin frei. Na, jetzt nicht mehr. Oh, wer ist bei mir? Herzlich willkommen. Na, immer doch. Und ja, das sehe ich aber in der Tat, dass Sie da nochmal einen Zugewinn haben. Dieser Zugewinn kann, also es liegt unerwartet da, es muss jetzt nicht unbedingt ein Gewinn sein, es kann auch eine Zuwendung sein aus dem Freundes- oder weiteren Familienkreis. Ja, 6 bis 8 Monate etwa. Alles Gute. Also es ist nicht gering. Gerne. Tschüss. Ja, ich danke Ihnen. Alles Gute.
So, meine Lieben, die Teilnehmerauswahl erfolgt je nach Anrufaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur natürlich den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer zu mir ins Studio gestellt wird. Pro Anruf aus dem deutschen Festnetz liegen wir bei 50 Cent. Mobilfunktarife können natürlich deutlich höher sein. Eine Beratung an Minderjährige erfolgt nicht und es kann auch leider nicht jeder direkt zu mir ins Studio schaffen. Aber eine halbe Stunde Zeit bleibt uns noch. Das ist auch dann die letzte halbe Stunde, die ich da bin. Um 17 Uhr geht es weiter und wir sehen uns morgen Abend 18 Uhr wieder, wenn Sie möchten. Und freue mich jetzt natürlich noch über viele weitere Beratungen. Wir sind immer noch anonym und wir sind immer noch in der schnellen Runde Turbo Tacheles. Ah, wäre eigentlich mal schön, dass wir da unten stehen. Blitzrunde ist immer so, Blitz ist so, ja, Zeus hatte den Blitz in der Hand. Hm. Wer hat es geschafft? Herzlich willkommen. Danke, ja. Johanna. Gerne. Ja, das wird er schaffen. Ich sehe, dass er, wissen Sie, Ihrem Enkelsohn fehlt auch ein Stück Selbstvertrauen. Bauen Sie ihn auf, er hat eine sehr gute Verbindung zu Ihnen, er hat eine sehr vertrauensvolle Verbindung zu Ihnen und das wird klappen, der Berufswunsch wird in Erfüllung gehen. Alles Gute. Tschüss. Schlag auf Schlag geht das ja hier. Wer hat es geschafft? Herzlich willkommen. Sehr schön. Zum zweiten Mal, Brigitte. Toll. Und jetzt anonym. Wunderbar. Was darf ich beantworten? Mhm. Ich sehe, dass Sie, noch in, dass Sie sich in diesem Jahr noch auf den Weg machen werden. Das sehe ich in jedem Falle. Also da, das ist angezeigt. Es ist im Moment ein bisschen eine schwierige Phase bei Ihrer Tante. Aber meines Erachtens nach planen Sie es Ende Oktober ein. Nee, ist schon... Nein, 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 Sie, also das Wiedersehen ist da. Keine Sorge. Alles Gute Ihnen. Gerne doch. Tschüss. Wer ist bei mir? Hier ist der Michael. Herzlich willkommen. Hallo. Regina, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Hm. Schauen wir uns an. Ah, also von den Karten aus sehe ich, dass Sie einen sehr guten Energieschub bekommen. Ja. Also das ist auch dringend notwendig. Ihre Batterien sind ziemlich auf Niederstand, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Und was ich eben über die Karten hier energetisch wahrnehme, ist, dass wirklich der Energiehaushalt innerhalb der nächsten 3-4 Wochen ganz doll wieder aufgebaut wird. Alles Gute. Gerne. Tschüss. So, meine Lieben, wir können natürlich jetzt in die Wunschrunde gehen, ja. Das heißt, wir können ausführlich werden mit rundum Tacheles. Was ich da natürlich von Ihnen brauche, wenn Sie sich noch erinnern, ist Name, Alter. Das Gleiche vom Partner oder Wunschpartner. Mehr Angaben brauche ich nicht. Wenn Sie die Beratung mit der Astrologie wünschen, das heißt Ihren Erlebenswunsch herausfinden wollen oder einen astrologischen Rundumblick wünschen, dann ist das natürlich auch möglich. Sie wissen, ich mache zukunftsorientierte Astrologie, auch da sehr präzise und man kann natürlich die Zeitpunkte sehr genau auch darüber sagen. Und ansonsten schaue ich in die Karten mit meiner Gabe. Ich werde Ihnen immer auch Details aus Ihrer Vergangenheit benennen. Das wissen Sie, dass ich das mache. Und dass Sie sich auch sofort hier in Ihren Karten erkennen. Das ist die Königsdisziplin, deswegen sind viele immer auch oder kommen nach wie vor noch zu mir zu Beratungen. Und ja, hoffe, dass ich auch bald wieder in Berlin bin. Ja, bin im Moment auch in so einem kleinen Umbruch drin. Zwar bin ich noch im Moment noch, bin noch in Baden-Baden, aber sozusagen mit großen Schritten wieder zurück nach Berlin. Es ist eine Stadt, die mich immer wieder gefangen hält. Es wäre dann das dritte Mal, dass ich zurückkomme. Und
Ja, würde mich natürlich auch freuen. Wissen Sie, es ist wichtig, wenn Sie sich auch einen Lebensmittelpunkt suchen oder wählen, dass Sie auch dahin gehen, wo zum Beispiel Ihre sozialen Kontakte sind, Ihre Freunde sind. Und das in dem Fall bei mir natürlich hier. Und ich muss auch sagen, ich wurde hier mit so offenen Armen empfangen und mit so viel Herzlichkeit und Liebe, die mir hier entgegengebracht wurde. Also da auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an das Team im Hintergrund. Ich freue mich auf Sie für eine ganz ausführliche Beratung. Ich hoffe, dass wir da auch noch einige machen können. Wir haben noch 25 Minuten. Danach bin ich schon wieder weg und ja, freue mich jetzt noch, einige Beratungen machen zu können. Wir haben jetzt mehr Zeit füreinander. Sie müssen auch keine wirklichen Fragen stellen, sondern können natürlich ganz direkt zu mir hierher kommen. Und ja, wie Sie merken, bin ich ja auch gerade frei. Also freue ich mich schon auf den ersten, der diese Runde eröffnet. Jetzt muss ich nur mal fragen, machen wir diese Runde anonym oder offen? Das muss ich nur noch mal kurz... Ah, die machen wir auch anonym. Okay, gut, bleiben wir anonym. Ich finde es ja immer ein bisschen schöner, wenn Sie auch das Feedback der Anrufer mitbekommen, meine Lieben. Und ja, schauen wir mal. So, hier. Ich freue mich auf den ersten, der durchkommt. Und wer ist bei mir? Herzlich willkommen. Das ist aber schade. Ich habe die Daten bekommen. Genau, ich sehe gerade, ich habe die Daten bekommen. Wir können natürlich gerne reinschauen. Das ist überhaupt kein Thema für die Hannelore. Schauen wir einfach mal hinein, was die Sterne sagen. Also, oh, liebe Hannelore, Sie hatten aber jetzt drei ganz, ganz, ganz schwierige Jahre bei Ihnen, was ich sehe. Ich hoffe, Sie schauen zu und hören das hoffentlich noch, Hannelore. Also die letzten drei Jahre waren Sie sehr gebeutelt. Im Moment ist es so, dass Sie auf eine sehr entspannte, positive Phase wieder zulaufen werden, vor allen Dingen ab November diesen Jahres, wo sich sozusagen das Rad wieder dreht. Auch hier sagen die Sterne, es ist nochmal ein Lebenspartner für Sie vorgesehen. Auch von Ihrer Energie und Ihrem Energiehaushalt sehe ich, dass sich da sehr vieles wieder regelt, dass Sie hier wieder nochmal ganz anders auch zum Jahresende dastehen als im Moment. Diese Wendung wird der Partner mitbringen und ich wünsche Ihnen dafür alles Gute. So. Meine Lieben. Ich freue mich auf Sie, ich freue mich natürlich auch, Sie wissen, zukunftsorientierte Astrologie. Ich habe damals bei Elisabeth Tessier gelernt in Genf. Natürlich auch viel nach der Veloschule von meiner Großmutter mitbekommen, mache wirklich ganz präzise Astrologie, sehr genau und man kann darüber alles sehen, nicht nur die Zeitpunkte, sondern auch wirklich nochmal die Momente, die sich ein bisschen verändern. Ja, ich bin noch gute 20 Minuten für Sie da, eins drüber müsste das eingeben, hier. So, können wir drauf schauen hier. So. Und ich freue mich auf Sie. Ich habe noch keine Beratung. Das Buch, jetzt habe ich mir ans Mikro gestoßen. Und freue mich auf ausführliche Beratungen. Wir bleiben anonym. Das heißt, sowohl Ihre Daten als auch Ihre Stimme höre nur ich. Und wir sind sozusagen im Schutz der Öffentlichkeit. Meine Lieben. Also war falsch oder wie? Ja. Herzlich willkommen, hier ist der Michael. Hallo, ich freue mich auch, Veronika. Sehr schön, das freut mich, dass wir früher miteinander gesprochen haben. Hoffe ich, dass natürlich auch viel eingetreten ist, was ich Ihnen gesagt habe. Ja, Veronika. Ich habe ja Ihre Daten schon vorliegen. Ja, gibt es denn einen Partner? Ja.
Ja, und das wird sich jetzt erfüllen. Also die Sterne sagen ganz klar, dass sich das noch in diesem Jahr erfüllen wird, dass sie in eine feste, bleibende, vor allen Dingen auch in eine Lebensendverbindung gehen werden. Die Sterne zeigen das auch mit sehr viel Glück an. Sie hatten ja 2009 und 10 eine sehr schwierige Lebensphase gehabt, die, wo es noch relativ viele Nachwehen gab, ne? Und sie können jetzt sich von diesen ganzen Altlasten befreien. Die Sterne geben ihnen einen freien Weg nach vorne, was ich sehe. Es wird auch nochmal verbunden sein mit einer gemeinsamen Häuslichkeit im nächsten Jahr. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Dankeschön. Sie können natürlich, Sie können jetzt auswählen, ob man natürlich Karten oder Astrologie will. Sie haben jetzt die Daten angegeben, die Regie kann das im Vorfeld abfragen oder alle, aber ich bin ja auch noch mal die nächsten Tage auf Sendung, Veronika. Alles Gute. Gerne doch. Tschüss. So, Sie können natürlich auswählen. Möchten Sie einen Rundum-Tacheles mit den Karten haben oder möchten Sie eine astrologische Beratung haben? Das stelle ich Ihnen zur Auswahl und die Teilnehmerauswahl für die Sendung erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt ein Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer zu mir ins Studio gestellt wird. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz pro Anruf kostet es. Mobilfunkpreise können natürlich gegebenenfalls deutlich abweichen. Eine Beratung an Minderjährige wird nicht erfolgen. Und leider kann es auch nicht jeder zu mir ins Studio schaffen. 20 Minuten Zeit haben wir noch, bleiben uns und da können wir noch viele Beratungen machen. Ich freue mich auf den nächsten. Wer hat es geschafft? Herzlich willkommen. Ja, hallo Mike. Angelika, ich grüße Sie. Ja, Angelika, Ihr Alter brauche ich. Und gibt es einen Partner oder Wunschpartner? Wie heißt er? Dann schauen wir jetzt mal rein, ne? So, was war denn hier bei Ihnen 2012 und 2013 los? Da gab es ein bisschen einen Umbruch oder das war ein bisschen eine schwierige, sehe ich hier, ne? Dann haben wir doch schon mal aber Ihre Karten genau richtig, ne? Also, perfekt. Da mussten Sie sich auch ein ganzes Stück weit von erholen, was ich sehe, ne? Die Partnerschaft sehe ich als bleibend und bindend an. Ne? Es gibt zwar immer mal wieder Reibungspunkte, aber es wäre ja, ein bisschen Feuer braucht man ja auch noch drin, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Ne? Auch bei Ihnen sehe ich nochmal eine Renovation oder im Zuhause. Irgendetwas muss hier mit Leitungen oder mit Wasser oder Abwasser gemacht werden. Ist da was geplant? Ja, also da sehe ich das nochmal. In dem Bereich etwas sein wird, was ich sehe. Ich sehe ein sehr gutes, eine sehr gute Stabilität im finanziellen Bereich. Also hier wird es auch noch mal einen Glücksfall geben im kommenden Jahr. Das wird sich also ebenfalls hier sehr gut zeigen. Dann muss ich mal fragen, Sie haben eine Tochter? Dann ist es das, ja, genau. Da steht auch noch mal ein bisschen ein Umbruch im kommenden Jahr an bei ihr. Ne? Also da werden Sie sie aber auch ganz gut unterstützen, was ich sehe. Ne? Ansonsten haben Sie noch eine Frage an mich. Es sieht im Grunde sehr positiv aus. Ja, perfekt. Dann danke ich Ihnen für den Anruf. Alles Liebe und Gute. Danke. Tschüss, wiederhören. Ja, Sie sehen auch hier, man kann immer alles ganz direkt erkennen und vor allen Dingen eben auch die Vergangenheit. Ich mache das immer, damit ich auch hier ein bisschen Ihr Vertrauen gewinne, dass Sie auch merken, okay, das sind auch, ist auch mein Kartenbild, was hier liegt, dass Sie auch, ja, wie gesagt, sofort die Dinge auch greifen können. Und das ist natürlich dann auch das Schöne. Ja. So, 01, ach, ich brauch's gar nicht sagen, die Nummer ist ja unten eingeblendet. Wer hat's geschafft? Herzlich willkommen. Hallo. Rita, ich grüße Sie. Rita, was darf ich für Sie tun? Ich sehe schon, wir haben das Horoskop, haben Sie sich entschieden, ja? So, schauen wir mal rein, was bei Ihnen los ist, ja? Aber Sie haben im Moment ganz hervorragende Gewinnaspekte, was ich sehe. Das Erste, was mir auffällt, spielen Sie da irgendwas? Machen Sie irgendwas? Lotto oder irgendetwas in der Art? Machen Sie da ruhig mal die nächsten 2-3 Wochen weiter. Sie haben da sehr gute Möglichkeiten.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist nochmal, was ist ihm zu, haben Sie ihm zu Hause etwas verändert? Mhm. Ja, und da sehe ich nochmal, dass sie nochmal ein bisschen, da wird nochmal ein bisschen was gemacht werden. Kann auch am Haus sein, ne? Dass da nochmal ein bisschen was kommt. Aber es ist alles in Verschönerung drin. Auch, was ich sehe, sie haben ja so 2008, 2009 eine sehr schwierige Lebensphase durchlaufen. Und aus der sind sie jetzt ja ganz draus. Die Sterne sagen auch, sie behalten hier ihren Energielevel, ihre Energie behalten sie. Und das sehe ich also auch im Ganzen sehr positiv. Alles Liebe. Das sehe ich im Moment nicht, dass das was wird. Es tut mir leid. Alles Gute. Gerne. Tschüss. Ja, Sie dürfen wählen, ob Sie den klassischen Rundum-Tacheles mit den Karten möchten oder ob Sie den Blick in die Sterne richten möchten. Das stelle ich Ihnen frei. Eine gute Viertelstunde bin ich noch für Sie da. Ja, geht ganz schnell. Dieses Stündchen geht ja unglaublich schnell herum. Und dann packe ich hier auch ein und bin sozusagen auf dem Abflug wieder, ja. Ja, meine Lieben, 4 Jahre ist eine lange Zeit und jetzt, wo ich hier sitze, kommt es mir fast so vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich hier gegangen bin. Ich freue mich auch, dass noch so viele Kollegen da sind, die ich von früher kenne, ob das jetzt Berater sind oder ob es natürlich auch im Hintergrund ist. Wobei es auch da die ein oder andere positive Veränderung gab, über die ich mich natürlich sehr freue. Und ja, ich würde gerne noch beraten in der letzten Viertelstunde. Ich bin frei und sozusagen greifbar und ja, lade Sie zu mir ins Studio ein. Und ist die Nummer und freue mich natürlich auf die nächsten Beratungen. Wir sind in der ausführlichen Runde, müssen Sie im Grunde auch gar keine Fragen stellen. Aber ich lasse auch immer Nachfragen zu, das wissen Sie. Wer hat es geschafft? Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Astrologie oder Karten? Mhm, gerne. So, dann schauen wir da mal rein. Oh, jetzt muss ich gleich fragen, sind Sie in einer Partnerschaft? Aber da gibt es noch jemand, oder? Ja, Sie können mir nichts verheimlichen, ne? Ja, und mit dem Herrn sehe ich, dass das also wesentlich intensiver werden wird jetzt. Also die Sterne sagen ganz klar, sie folgen jetzt ihrem Herzen und auch ihr Herzenswunsch wird erwidert. Also auch wenn das im Moment unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit sozusagen läuft, sehe ich aber schon, dass es mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ich sehe auch hier eine schöne schicksalhafte Anbindung, die Sie mit dem anderen Mann haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Sie auf der anderen Seite haben Sie halt die Sicherheit, ne? Und das ist natürlich von Ihrer Grundanlage etwas, wo ich Ihnen wirklich sagen muss, das brauchen Sie auch, aber ich rate Ihnen, das jetzt mal so weiter laufen zu lassen und es auch zu intensivieren. Es tut Ihnen ungemein gut, auf ganzer Linie, Mika. Alles Gute wünsche ich. Gerne, tschüss. Ja, Sie sehen, ich treffe den Nagel immer auf den Kopf, wenn Sie hier durchkommen. Sie bauen zu mir eine energetische Verbindung aus. Diese Gabe, die ich habe, die ist fast einzigartig, so in Ihren Schicksalsfilmen einzutauchen. Hole mir dann über die Sterne oder über die Karten immer nur noch die Zeitpunkte oder nochmal die Bestätigung dessen, was ich bei Ihnen im Leben sehe. Freue mich natürlich darauf und ja, freue mich auch schon auf die nächste Beratung. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr, gute 10 Minuten noch. Und Sie wissen, wenn Sie dabei sein möchten, die Teilnehmerauswahl erfolgt, je nach Anrufaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Pro Einwahl aus dem deutschen Festnetz 50 Cent und Mobilfunkpreise können gegebenenfalls deutlich höher sein. Eine Beratung an Minderjährige erfolgt nicht und leider kann auch nicht jeder dabei sein. Und wer hat es jetzt geschafft? Herzlich willkommen. Ja,
Hallo. Mhm. Das schauen wir uns doch sehr gerne an, Gabriele. Ne? Was ich also bei Ihnen schon mal gleich sehe, ist, dass es eine sehr große Umbruchphase gibt. Also Sie sind seit einem Jahr in einem Umbruch drin und werden immer wieder dazu angehalten, nochmal Veränderungen zu begehen. Das kann jetzt gänzlich jeder Bereich sein. Wie sieht das denn bei Ihnen aktuell in der Partnerschaft aus? Das ist gut. Das ist gut, dass die, also vor allem der Zeitpunkt war jetzt gut. Damit, ich sage Ihnen etwas, mit dieser neuen Sache lassen Sie diesen ganzen alten Mist mal hinter sich. Ne? Weil da hatten Sie ja in der Vergangenheit sehr oft daneben gegriffen, das muss ich dazu sagen. Und wenn das jetzt der Zeitpunkt war, Anfang Juni sagten Sie, ne? Juli, warten Sie, dann muss ich gerade mal kurz da drauf klicken, das muss man kurz mir holen. Ja, wunderbar. Also da haben Sie eine schicksalhafte Auslösung. Ich sehe, dass das, der Mann kam ja regelrecht aus dem Nichts, das muss man so sagen. Und das wird sich jetzt nochmal sehr, sehr, sehr positiv verändern. Das ist Ihre passende und bleibende Partnerschaft, Gabriele. Ja, ja, es war, und wie gesagt, er kam aus dem Nichts, war auf einmal da, zack. Und das baut sich jetzt auf. Da kommt auch im nächsten Jahr die gemeinsame Häuslichkeit. Vielleicht haben Sie sogar schon ein bisschen darüber gesprochen mal, wobei das ist ja jetzt noch ganz frisch, aber ich sehe, das Thema kommt auf Sie zu, Gabriele, und wünsche Ihnen dafür alles Glück der Welt. Ja, ab Oktober sind Sie wieder da fest drin. Alles Gute. Ja, ich sage ja, Sie haben den Mist jetzt mal hinter sich gelassen, Sie haben gut aufgeräumt. Das muss man manchmal. Mhm. Starten Sie durch, die Sterne unterstützen Sie. Alles Gute. Gerne. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Letzten Minuten laufen, 8 Minuten bin ich noch da. Und wir sind auch noch anonym und das ausführlich, das ist natürlich toll. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Genau. Was ich rausgefunden habe, auch im Zyklus meines Studiums, soweit, dass wir alle Erlebenswünsche in uns tragen. Aber spreche ich vielleicht morgen Abend mal ein bisschen drüber. Ich glaube, dass der Abend immer ein bisschen besser. Ich freue mich, den Nächsten begrüßen zu dürfen. Wer ist bei mir? Ja, hallo. Ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Rosemarie, herzlich willkommen. Das stockt schon eine ganze Weile, Rosemarie. Ne? Das muss ich Ihnen dazu sagen. Also das stagniert ja schon fast 7, 8 Jahre, was ich hier sehe, wo das sehr schwer belastet ist. Ne? Diese Belastung, sagen aber die Sterne, hebt sich jetzt auf zum Ende des Jahres. Und mit dem Beginn des neuen Jahres sehe ich auch hier, dass Sie nochmal neue Energien gewinnen. Und das wird also sehr gut werden. Also dass es auch da wieder neue Kontakte geben wird und auch nochmal etwas ganz, ganz, ganz Neues für Sie entstehen wird. Ja, natürlich. Über den Bereich sprechen wir ja. Nein, wissen Sie, diese Phase von den Enttäuschungen, die hatten Sie ja nochmal. Sie hatten da nochmal eine Sache, die müsste so 1,5, 2 Jahre etwa zurückliegen, was ich sehe, wo Sie nochmal in so eine Enttäuschung reingeschlittert sind. Und das ist jetzt auch wirklich durch. Es geht jetzt nochmal um Aufbau und um Ernsthaftigkeit. Um Aufbau und vor allem Ernsthaftigkeit. Na? Alles Gute. Sie bleiben nicht allein, das sehe ich nicht, nein. Alles Gute, Rosemarie. Ich danke Ihnen. Tschüss. So, 6 Minütchen noch und bin auch jetzt nur über AstroTV erreichbar, meine Lieben. Also nicht im Hintergrund oder so, sondern wirklich exklusiv jetzt hier vorne für Sie. Das bedeutet, wer jetzt noch eine ausführliche Beratung von mir wünscht, kann die Zeit, in der ich hier frei bin, natürlich nutzen, wenn Sie das wollen.
und mich hier nochmal besuchen. Ja, so ein Stündchen geht ratzfatz rum. Es ist, aber glauben Sie es mir, je älter Sie werden, desto schneller rennt die Zeit. Es ist so, schon wieder, schauen Sie mal, jetzt haben wir schon wieder Ende August. Wir schlafen jetzt noch 2-3 Mal, dann haben wir Weihnachten. Ist so. In der nächsten Stunde ist der Christoph für Sie dann da und wird Sie weiter beraten und unterhalten. Und wen darf ich jetzt begrüßen? Herzlich willkommen. Hallo? Hallo? Mit wem spreche ich denn? Bettina, ich grüße Sie. Herzlich willkommen, Bettina. Ihr Alter brauche ich. Gibt es einen Partner oder Wunschpartner? Wissen anonym Name und Alter bitte von ihm. Ja, er hat aber auch im Moment noch ein bisschen eine Verpflichtung an der Backe, was ich sehe. Ne? Er ist also noch nicht ganz frei, so wie Sie es gerne hätten oder sich wünschen würden. Bei Ihnen ist es so, was war denn 2015, 14, 15? Da sehe ich ein bisschen einen Umbruch in Ihrem Leben. Was gab es denn da? Gut, vielleicht hat sich das, da hat sich das in jedem Fall aufgebaut und gezogen. Dieser Schritt war richtig, da sollten Sie auch nicht wieder an Rückkehr oder Ähnliches denken. Ganz wichtig, ne? Mit dem neuen Mann sehe ich, es wird vorangehen, aber auch hier brauchen Sie ein bisschen einen längeren Atem. Die Wintermonate spielen Ihnen zu, Weihnachten, Silvester auch vor allen Dingen. Das ist eine Zeit, wo ich sehe, dass Sie da in eine sehr schöne Annäherung reinkommen. Bleiben Sie da ganz klar im Vertrauen, es geht für Sie in diesem Punkt weiter. Ja, das habe ich ja gesagt, er ist noch in der Verpflichtung drin. Aber diese Verpflichtung wendet er sich im Grunde auch schon ab. Und was ich bei ihm einfach im Schicksalsfilm auch sehe, ist, dass diese Partnerschaft eben auch nicht mehr ganz rund läuft und es sich lösen wird. Alles Gute. Tschüss. Die letzte Beratung in dieser Stunde, meine Lieben. Da freue ich mich natürlich drauf. Noch einen Anrufer oder eine Anruferin begrüßen zu dürfen. Oder muss man jetzt Anrufendes sagen? Da muss ich jetzt auch nochmal gleich nachfragen. So, ich kann auch noch die Beratung im Hintergrund machen. Ich kann hier noch sitzen bleiben und Sie dann auch ganz ausführlich zu Ende beraten. Ist also auch überhaupt gar kein Problem. Meine Lieben, Sie dürfen dann auswählen, Astrologie oder Karten. Das überlasse ich natürlich ganz Ihnen, wie Sie es möchten, wie Sie es wünschen. Und ich freue mich natürlich über meinen letzten Fragenden, der hier zu mir ins Studio kommt. In der ausführlichen Runde benötige ich keine Fragen, aber Sie dürfen hier natürlich nachfragen und nachhaken. Das sollen Sie auch. Und da ist schon der oder die Letzte bei mir. Wen darf ich begrüßen? Herzlich willkommen. Marina, bleiben Sie kurz dran. Liebe Zuschauer, wir sehen uns morgen 18 Uhr. Bleiben Sie dran. Jetzt viel Spaß mit Christoph. So, Marina, Ihr Alter braucht...